Liebe Zuschauer, so klingt es hier auf der Lebenskraft 2019. Links von mir steht die Madeleine und rechts von mir steht der Ivan. Der Ivan. Ivan Hochstrasser und die Madeleine haben hier was ganz Spezielles. Ich kam hierher, einen Gong kenne ich. Viele Dinge, die ich hier sehe, kenne ich überhaupt nicht. Jetzt möchte ich den Ivan gerade mal fragen, Ivan, wo liegt die Philosophie? Was ist eure Zielsetzung mit diesen Klanginstrumenten? Ja, den Klang den Menschen näher bringen, weil Klang ist Schwingung und mit Schwingung werden wir beschwingt und das gibt natürlich heilende Frequenzen. Kosmische Oktaven sind mit Planetentönen bestückt. Also es gibt ganz unterschiedliche Klanginstrumente. Was begeistert dich denn am meisten, Madeleine? Wo schwingst du am meisten? Meine Leidenschaft sind die Gongs und die kann eigentlich auch jeder spielen, aber je mehr ich Kenntnisse habe und zum Beispiel eine Ausbildung mache, desto mehr kann ich aus einem Gong rausholen. Ein Gong ist das Instrument, das Klanginstrument mit der tiefsten Schwingung, mit der größten Obertonweite. Und je länger ich den Gong spiele, desto mehr verbinde ich mich wirklich und es ist ein intuitives Spiel. Und man sagt auch, dass ein Gong eine Aura hat und dass du dich eben mit dem Gong verbindest. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte. So habe ich diese Instrumente noch nie gesehen. Für mich waren es immer reine Klanginstrumente, die zwar einen schönen Klang haben, aber so wie du es gerade geschildert hast, ist es sehr toll. Kann man euch auch mal in der Öffentlichkeit erleben? Gebt ihr auch sowas wie Konzerte, sage ich mal? Wir geben regelmäßig in Affoltern, in Steinhausen am linken Zürichseeufer, geben wir Gong-Klang-Konzerte und Gong-Klang-Meditationen. Und man kann uns auch buchen. Zum Beispiel, wenn jemand uns einladen will und etwas organisiert, dann kann er das machen. In der ganzen Schweiz und auch im nahen Ausland. Das hört sich gut an, aber bevor wir gehen, wollen wir noch einmal hören, wie so ein toller Gong klingt. Der Ivan spielt noch einmal den Gong. Jetzt mach mal, jetzt bin ich ja gespannt, wie sich das anhört.